Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei einem ganz neuen Let's Play. Und zwar ein Spiel, ein Early Access Spiel. Und das heißt Space DF9. Ein Weltraumaufbau, Management und Strategiespiel von Double Fine. Zurzeit erhältlich bei Steam für 15,40 noch. Ermäßigt bis zum 2.1. 33%. Das Spiel wurde veröffentlicht am 15. Oktober 2013 und die Features sind unter anderem: Du suchst dir einen Ort in einer riesigen Galaxie, in dem du mit einer neuen Besiedlung beginnst, sprich deine Raumbasis aufbaust, eine funktionierende Raumbasis mit allen lebenswichtigen Funktionen. Man teilt sich seine Mannschaft ein und kann sie weiter ausbilden. Man trifft viele coole Aliens, die der Mannschaft beitreten oder auch die Station angreifen. Und man kann die Basis durch Abbau von Ressourcen oder Erkundung immer weiter entwickeln. Jo. Ich nehme jetzt hier, glaube ich, gerade auf mit der Alpha 3B, die am 20.12. released wurde. Wie gesagt, das Ding entwickelt sich immer weiter. Es ist noch ziemlich am Anfang. Aber lass uns einfach mal anfangen, bevor ich mir hier den Mund fusselig rede. So, wir haben jetzt hier die Galaxie. Wir haben jetzt hier die Galaxiekarte. Und da sehen wir hier oben rechts verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und zwar die Stellar Density, das ist die Sternendichte. Das spielt eine Rolle, wie oft werden wir von Meteoritenschauern angeschauert. Dann die Warp Gate Proximity, das ist die Warp-Tornähe. Das spielt eine Rolle, wie oft kriegen wir Besuch von anderen Raumschiffen. Dann haben wir den Treat-Faktor, den Bedrohungsfaktor, wie oft werden wir angegriffen, und den magnetische Interferenz. Vielleicht ist das ja auch das, was mit dem Meteoritenschauer zu tun hat, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber es ist ja kein Tutorial, ein Let's Play, wir stürzen uns hier einfach rein. Ich finde dieses Spiel richtig gut. Ich habe mir ein paar Let's Plays angeguckt. Und das ist genau meine Sache hier bei UFOMAN TV. Wir haben ja noch gar kein außerirdischen Raumschiff-Spiel. Ach doch, Darkout ist ja ein bisschen so. Es spielt ja auf einem Planeten der Dunkelheit, wo wir als Raumschifffahrer gelandet sind. Aber hier bauen wir uns eine eigene Raumstation auf, aber alles ganz putzig gemacht sozusagen. Und ihr wisst ja, ich bin ja ein Grafikfetischist. Aber lass uns mal einfach mal anfangen. Ich werde noch ein bisschen die Einführung noch ein bisschen erklären. Oh, guck mal, das ist ganz gut. Das werden wir gleich mal nehmen. Der Angriffsfaktor ist ziemlich niedrig. Alles gelb. Also einfache Faustregel, wenn da rote Sachen bei sind, nicht gut, grün richtig gut, gelb normal. Und wir nehmen einfach mal, hier ist alles auf gelb. Und der Angriffsfaktor ist auf low, niedrig. So, und jetzt klicken wir uns das Ding an. Und jetzt haben wir den Loose Sektor 29 bis 23, ein Sternsystem mit dem Alter von 15 Äonen Jahren. Und dort, ach, hier haben wir nochmal eine englische Erklärung, da können wir nochmal kurz gucken. Magnetic Interference, High Interference result in increased presence of deer-like vessels. Okay. Aha. Gut. So, weiter geht's, meine lieben Freunde. Wie gesagt, ich bin nicht so der Englisch-Freak, aber ich kann mir so ein paar Sachen schon, die ich für ein Spiel brauche. Wobei ich auch dazu mal sagen wollte, ich spiele normalerweise, vermeide ich es, Spiele zu spielen mit Englisch. Aber
manche Spiele wie dieses Spiel zum Beispiel, die begeistern mich dann so, dass ich dann mein rudimentäres Englisch zusammenraufe, um dieses Spiel dann doch zu spielen. Wie gesagt, das muss ich nicht wörtlich übersetzen, das ist jetzt so für den Spielablauf nicht so entscheidend. Und wir akzeptieren jetzt mal diesen Loose Sektor 29 bis 23. Und da öffnet sich die Kapsel mit dem roten Knopf. Mit diesem roten Knopf können wir jetzt unsere Samenkapsel, da sind halt die Überlebenden, zwei, drei Überlebenden drin sozusagen, die jetzt einen neuen Teil des Universums in der Milchstraße, das ist hier unser Sonnensystem, besiedeln werden. Und wir starten das ganze Ding jetzt mal und drücken auf den roten Knopf. Der Samen wird jetzt platziert im Sektor 29, 23 und wir kommen an. Nach 6 Minuten Videolaufzeit und da sind wir. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Das ist hier der Beginn unserer Space-Basis. So, wie können wir jetzt hier... WASD? Ah, okay. So, mit WASD können wir jetzt hier dingsen. Mit dem Mausrad können wir zoomen. Hier sehen wir schon die Ressourcen, die wir benutzen können. Und hier haben wir drei... Oh, was war denn da jetzt schon? Hier haben wir drei Kosmonauten sozusagen. Da steht der Name. Paul Bowman. Er hat noch für 7 Minuten Sauerstoff. Deshalb werden wir gleich mal loslegen, bevor wir hier noch großartig gucken. Oh, zurück. Wie kriege ich ihn wieder weg? Ach, hier oben. So. Da fangen wir gleich mal an. Und wir nehmen uns jetzt Version-Bereich vor. Hier. So, und da müssen wir jetzt zuerst bauen eine Luftschleuse. Construct. Warte mal, Room. Genau, damit können wir jetzt einen kleinen Raum basteln. Ups, wie gesagt, eine Aufbau-Management-Simulation. Damit bauen wir einen kleinen Raum. Wir müssen sparsam sein mit unseren Ressourcen jetzt. Ich hoffe mal, dass das reicht. Ich kann noch einen größer machen. So. Gut, ups. Jetzt das Ganze bestätigen hier mit Confirm. Und jetzt müssen wir noch... Die fangen jetzt nicht gleich an, weil wir müssen denen noch Berufe zuteilen. Wo war das? Okay. Hier. Booster. Hier haben wir unsere drei. Die haben noch keine Zuteilung. Wir können die einteilen. Bauarbeiter, Techniker, Minenarbeiter, Security, Bartender, Botaniker oder keine Zuteilung. Und wir brauchen jetzt, damit die uns hier unseren Raum bauen, brauchen wir erstmal unsere Bauarbeiter hier, damit die mal loslegen können. Und jetzt können wir wieder zurück, genau. Und jetzt müssten die theoretisch gesehen anfangen, hier zu bauen. Genau, jetzt kommen sie. Hier sehen wir unseren Sauerstofflevel von unserer Basis. Wir können da Sauerstoffgeneratoren bauen. Wir gehen mal näher ran, damit wir die schöne Grafik genießen können. Und hier sehen wir unser Geld, unsere Materie. Ja, die kann man abbauen, die Materie. Das hier sind Materieteile, das sind unsere Rohstoffe, das ist im Prinzip unser Geld. Wenn das alles, können wir nicht mehr weiterbauen. Und wenn wir da in der Sackgasse sitzen, haben wir Pech. So, das ist jetzt im Prinzip der Eingang von unserer Basis und da werden wir jetzt eine Luftschleuse einbauen. Und zwar Objects, Doors, und das sind gewöhnliche Türen und das sind die Airlock Doors für den... Ja, okay. Und hier will ich auch noch... Ach, hier sind sie noch nicht fertig, okay. Und immer bestätigen, nicht vergessen. Die bauen da wie die Verrückten. Ich denke mal, wir haben noch genug Zeit. Und wir bauen uns noch eine Luftschleuse. Hier, na, hier soll die rein. So. Okay, und bestätigen. So, sehr schön. So, hier können jetzt im Prinzip die Raumfahrer dann unsere Station betreten.
Ist eine Druckausgleich, Vakuum, sonst wie Gamma. Und da müssen wir jetzt noch rein. Die, auch bei Objects, genau, Airlock. Die Space Suite Locker. Das sind hier diese, mit diesen Teilen. Warte mal, mit der F-Taste können wir drehen. Mit den Space Suite Locker, da können die ihre Raumanzüge ausziehen, wenn sie in die Basis kommen. Davon bauen wir mal 3 Stück. Die jetzt aber gar nicht reinpassen. Vielleicht, weil er mit dem Bauen noch nicht fertig ist. Warte mal, wir gehen mal noch mal raus. Oder? Ist er jetzt fertig? Okay. Space Suite Locker. Ist der Platz nicht groß genug, oder was? Oh, ob wir jetzt noch die Zeit und das Geld haben, das Ding nochmal abzureißen? Warte mal, wir können das hiermit... Hiermit müssen wir das abreißen können. Könnte natürlich sein... Könnte sein, dass wir jetzt nochmal neu starten müssen. Wie können wir denn das abreißen? Hier, Clear Beacon? Nein, das ist es nicht. Na, das fängt ja schon mal gut an, wieder mal mit mir hier. Ah nein, wir müssen es hier definieren noch, fällt mir gerade ein. Boom. Warte mal. Auch nicht. Oh Mann, die Zeit läuft davon. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel Zeit? Wo ist er denn? 4 Minuten. Ah, ich musste, glaube ich... Ach, da steht es ja. Ich muss es als Zone definieren. Wo mache ich das? Wo mache ich das? Schnell. Als Zone definieren. Ruhm, Wall, Zone. Hier, Ruhm. Nein. Zurück. Wie kann ich die Zone... Ach so, ich muss, glaube ich, anklicken. Ah, genau hier. Und definieren wir als Luftschleuse. Jetzt müsste ich auch diese Airlocker-Dinger da einbauen können. Airlock, Space Suite Locker, näher ran. Ups. Oh ja, jetzt funktioniert es. Also wir bauen davon 3 Stück rein. So. Na, hoffentlich reicht die Zeit noch. So, und bestätigen. So. Jetzt müssen wir hier hinten den Raum verlängern. Weil hier ist dann im Prinzip der Eingang zu unserer Basis. So, machen wir mal so. Wir müssen jetzt sehr sparsam sein mit unseren... Und den definieren wir hier als... Können wir noch nicht definieren? Und sobald dieser Raum fertig ist, können die den dann nämlich betreten. Wobei, da gibt es noch gar keinen Sauerstoff, fällt mir gerade ein. Das ist ja jetzt ein Wettlauf mit der Zeit. Da müssen wir dann nämlich hier noch eine Tür einbauen. Sobald er fertig ist, ja. Dann können wir gleich noch einen Raum bauen. Hier muss nämlich der Raum für Sauerstoff hin. Wo wir die Sauerstoffaggregate reinstellen können. Gut, den machen wir mal. Lass uns den nochmal... Nicht, dass nachher unser Geld nicht reicht. Na, mal gucken. Und sobald die da fertig sind, können wir da noch eine Tür einbauen. Eine normale Tür. Ach so, ich muss ja erstmal warten. Weil der praktischerweise pausiert der dann automatisch. Die Musik ist ziemlich cool bei dem Spiel. Die stört gar nicht, die läuft immer so mit. Man hat nicht das Bedürfnis, sie auszustellen. Die passt schön dazu. Jo, die Zeit rennt uns davon. Wir haben noch 3 Minuten 30. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bevor die hier wegen Sauerstoffmangel sterben. Vielleicht können wir es ein bisschen schneller machen. Ich hoffe mal, ich habe das nicht zu groß gebaut. Achso, und jetzt können wir ja schon... Ah ne, jetzt müssen wir den Raum noch definieren, sobald der fertig ist. Können wir den jetzt schon definieren? Ja, als... Hier, Life Support Pump Oxygen. Also unser Sauerstoffraum.
Die verschiedenen Räume haben dann so verschiedene Lichtatmosphären. Und da werden wir jetzt reinbauen hier bei Überlebens. Warte mal, hier Life Support. Und hier Oxygen Recycler. Das sind unsere sauerstoffproduzierenden Teile. Oh, ist der Raum doch nicht so groß geworden. Und davon bauen wir jetzt mal zwei Stück rein. Bestätigen. Wir müssen es gerade so schaffen. Ich hoffe, die sind da gleich fertig. Und jetzt brauchen wir noch eine Tür und dann müsste das passen. Und wir haben noch 996 Materie. Okay, bestätigen. Ein Wettlauf mit der Zeit. Also genau so fängt das an, wenn man diesen Anfang nicht packt. Okay, jetzt müsste das alles hinhauen soweit. So dass sie jetzt überleben können. Ja, genau, jetzt geht's los. So, da haben wir schon mal unsere Kollegen. Die können jetzt hier richtig arbeiten. Jetzt brauchen wir noch einen Minenraum, damit wir Ressourcen abbauen können.